Wir sind zurück in der gefrorenen Wildnis. Ich kann gar nichts mehr spüren. Hier in Horizon Zero Dawn. Und haben uns das Ziel gesetzt, zunächst einmal hier oben noch die restlichen Blauglanzdinge abzuholen. Das ist, denke ich, auch mal ein guter Auftrag, den wir uns so selbst gesetzt haben. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass die gute Ella hier im Schnee so langsam läuft. Also auf jeden Fall langsamer als normal. Sieht schon ziemlich gewaltig da aus. Ich frage mich echt, was das genau ist. Er sieht halt aus wie ein Vulkan, aber er sieht halt nicht aus wie normaler Rauch. Das ist irgendwie ganz komisch. Ja, wie gesagt, das Blauglanz wollten wir uns hier holen, dann wollten wir uns der Sidequest nähern und ich kann mir vorstellen, dass das wieder ein etwas größerer Bunker werden könnte. Dieser was? Blauglanz wird irgendeinen Schamanen sehr glücklich machen. Ja, bestimmt. Mich auch. Kleine Schamane, meine Liebe. So, hi Jungs. Stürmer, einfach nur normale Stürmer. Gut, dann. Hallo, Dachs. Der schnellste Weg nach unten. Ja, kann man so nennen. Hier nehmen wir uns einen Blauglanz mit. Und da vorne ist noch einer. Irgendwo hier. Da. Man muss immer nur auf die Höhe des Dingens gucken, des Zeichens, und nicht unbedingt auf den genauen Standpunkt, dass hier nur ein Radius ist. Ich muss ihn ganz vorsichtig anfangen. Ja, ja, du mich auch. Wir haben da bislang noch nie vorsichtig vorgegangen und haben es trotzdem immer bekommen. Als nächstes ist der Blauglanz da unser Ziel. Habe ich aber beim letzten Mal schon gesagt, wir werden erstmal alles, was hier sich oben auf dem Gipfel befindet, abgrasen. Und, na, das ist ziemlich unpraktisch, weil da kommt man nicht so leicht hin, wie ich mir das gewünscht habe. Hey Dax, pass auf, dass du nicht zutiefst fällst. Okay. Das hat, glaube ich, hoffentlich keiner gehört. Ignoriert einfach, was ich gerade gesagt habe. Das war einer der schlimmsten Wortspiele, die ich jemals in meinem Leben gebracht habe. Stattdessen gehen wir einfach mal da vorne zum Blauglanz. Interessant hier. Das ist ein Wachposten, richtig? Okay, es ist aber weiter weg, als ich dachte mit dem Blauglanz. Vor allem aufgrund dieser ganzen Bergsituation hier kommt man gar nicht so leicht vorwärts, wie ich mir das gewünscht habe. Das Einzige, was uns hier wirklich nach wie vor super gut hilft, oder was uns hier nach wie vor super gut hilft, ist diese Rüstung, die wir haben. Wodurch wir keinen Fallschaden bekommen, sondern nur sehr, sehr wenig und erst sehr, sehr spät im Vergleich zu allen sonstigen Rüstungen, die wir bislang hatten. Das heißt, wir können hier bedenkenlos durch diese Berge auch ganz einfach durchhüpfen. Das hilft nach wie vor immens. So, der Blauglanz müsste hier irgendwo sein. Etwas tiefer allerdings. Oh, da ist er sogar. Nö, der ist nicht wirklich viel tiefer. Aus der hier ist eine ganz schöne Menge Blauglanz herausgeflossen. Hi. Wollen wir jetzt erst zum Jagdgebiet? Eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich lieber erst mal... Ach komm, scheiße. Wir laufen da jetzt eh dran vorbei. Dann können wir das auch machen. Hier, komm. Tschüss, Leute. Danke für den Blauglanz. Wir sind zu zwei, um zum Jagdgebiet zu kommen. Zwei, sagt nächsten Schritt ist da unten. Dann hier rüber. Ich glaube, da oben sind wir schon gar nicht mehr so falsch. Beginne die Jagdprüfungen. Liebend gern. Hi, Ziege. Hallo, Trainingsfigur.
Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. Hier war ja auch ein Händler. Tachchen. Hüterin. Urea sagt, ich soll an den Prüfungen teilnehmen. Urea, ja? Sie hat noch nie jemanden geschickt. Jetzt schon. Und welchen Grund hat dein Training? Das frage ich jeden Banuk, der zu den Prüfungen will. Ich fordere Aratak heraus, um Häuptling des Verax zu werden. Dann mach dich besser bereit. Du siehst aus, als hättest du viel erlebt. Oh, das ist alles schon lange her. Ich war vor langer Zeit eine der Donnertöchter, als es sie noch gab. Eine Weile haben wir Ban-Ur auf den Kopf gestellt. Aber nicht ewig. Einige fielen im Kampf oder wurden in Ungnade verstoßen. Beides ruhmreich, finde ich. Andere traf es schlimmer. Schlimmer? Sie wurden alt. Und alle Regeln und Traditionen, die sie bekämpft hatten, lebten fort. Darum sollen die von mir trainierten Jäger jung bleiben. Aha. Also, wir dürfen nicht altern? Wie laufen die Prüfungen denn ab? Ohne Kaja-Medaillen. Ich hatte welche, bis ich damit meine Stiefel geflickt habe. Alles stattdessen klar. Trittst du gegen die Bestzeiten anderer Banuk-Jäger an. Ein zweiter oder sogar dritter Platz macht aus deinem Namen eine Legende. Also grundsätzlich kein Unterschied. Abwarten. Du gehörst wohl nicht zur Jägerloge. Jeder Stamm sagt, er hatte als Erster ein Jagdgebiet. Und alle sagen, die Kaja hätten es geraubt. Wer war dann der Erste? Unserer. Und die Kaja stahlen ihn euch? Genau. Hm. Okay, alles klar. Welche Prüfung interessiert dich denn, Jägerin? Die Kontrollprüfung. Die Kontrollprüfung testet deine Fähigkeit, die Macht der Sturmschleuder zu nutzen. Nur die Klügsten verstehen diese Schamanenwaffen und nur die Mutigsten nutzen sie. Okay. Es geht los, wenn du den Schnee am Fuß des Seils berührst. Es dauert etwas, die Maschinen vom Pass in die Arenen zu locken. Begib dich dann hinab. Dann rüsten wir die neue Waffe mal aus. Allerdings hat sie uns leider nicht gesagt, was wir genau machen sollen. Wir sollen einfach nur die Waffe benutzen. Leider habe ich nicht so ganz verstanden, wie sie funktioniert. Sturmschleuder packe ich mal für die normale Schleuder rein. Maschinen mit der Sturmschleuder erlegen. Machbar sein. Komm schon, triff. Männer. Und das schaffen wir schon. What the fuck? Wir schaffen gerade mal so den zweiten Rang. Hätten satte 13 Sekunden schneller sein müssen? Wie zum Teufel? Ich habe die Waffe, glaube ich, nicht verstanden. Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es fair und ehrlich tun. Ja. Das ist an sich okay. Ich erweitere mal die Sturmschleuder. Eichhörnchen knacken, weil doch klar, dass ich den Scheiß noch brauche. Wir können unsere Waffen modifizieren und in die Sturmschleuder vielleicht was können Schock erhöhen. Kann ich keinen Schaden erhöhen? Ich kann nur den Schock erhöhen?
Eine Verderbnis brauchen wir da eigentlich nicht drin. Also nehme ich mal den größten Schock, den wir machen können. Ja, ich würde es gerne nochmal probieren. Schon beim ersten Versuch holst du gleich den zweiten. Ja, das ist okay. Die Kontrollpuppen nur die Klügen. Rutsch am als Dauerdeck. Ich habe einen Schädelschaden. Das sollte sie zum Reden bringen. Ich wette, man kennt mich schon in ganz langes Grund. Zeit, ja, meinen Attack herauszufordern. So verläuft die Zeit hier etwas langsamer. Das schaffe ich niemals! Hat er schon wieder vorbei? Hä? Ich verstehe es echt nicht. Was soll ich mit dem Ding? Ich meine, der schießt ja nicht schneller. Ich kann es ja auch nicht machen, dass er schneller schießt. Das funktioniert bei mir leider nicht mit der Sturmschleuder. Damit ist die 100% fast vorbei. Nein, ich habe keine Ahnung, wie ich es machen soll. Wirklich nicht. Oh ja, Verbuster ist doch gut. Lass gut sein, Junge. Die Prüfung läuft. Ja, ich will die abbrechen. Sehr gut. Die Kontrollprüfen nur die Klüge. Ich zähle. Es dauert. Also, ändern wir mal ein bisschen was an dem Scheiß. Wir machen jetzt... Wo ist es denn? Oh Gott, ich hasse dieses Menü manchmal, wenn ich da einfach nicht mehr... Wir wollten jetzt hier... Die ausrüsten dafür. Da steht nur, dass wir die Maschinen vernichten sollen. Steht ja nicht womit. Wir dürfen es auch ohne Sturmschleuder machen. Nope, aber wir dürfen den Verwüster ohne besiegen. Immerhin. Wow, erstmal alles daneben schießen. Ich hasse dich. Bleib doch stehen. Dich darf ich ja vernichten, womit ich will. Boah, nimm die richtige Waffe, Mann. Ich hätte genug Maschine mit der Sturmschleuder. Okay, dann verstehe ich. Ich muss das Spiel auch mit der Sturmschleuder töten. Steht da zwar nicht, aber muss ich tun. Ich hasse diese Jagdgebiete in der deutschen Übersetzung manchmal. In der deutschen Übersetzung da einfach, ich weiß nicht, ob es in der englischen besser ist, aber in der deutschen Übersetzung stehen die Aufgaben da nie korrekt. Da steht einfach nur, besiege ihn. Oben drüber steht zwar, besiege Kreatur mit der Sturmschleuder, aber ich habe ihn ja beim ersten Mal auch mit dem Speer gekillt und trotzdem gewonnen. Ich sehe, du hast eine Sturmschleuder. Doch sie wird... Ja, das ist gut. Ich kann die Scheiß-Drecks-Munition auch hinterher noch herstellen. Willst du mich eigentlich verarschen? Habe ich noch genug, um noch weitere herzustellen? Ja, okay. Die Kontrollen nur die Klü. Ja, ist ja gut. Es dauert. Ist okay. Also erstmal die ganzen kleinen Minimaschinen mit dem Ding hier abschlachten. Dann das große mit einer anderen Waffe schwächen. Noch einen hinterher. Bleibst du bitte stehen, danke. Ist ja okay, Mann. Ach, fick dich doch einfach, ey. Jetzt haben wir dafür keine Munition mehr, weil ich die vergessen habe herzustellen, wegen der scheiß Eulen da oben. Oh, ich hasse Jagdprüfungen, ey. Die sind so zum Kotzen. Bleib doch stehen!
Alter, bleib still! Kann ich bitte... Als ob ich... Das geht jetzt schon nicht mehr! Wie soll das funktionieren? Das ist einfach unschaffbar! Ich hasse ja Prüfungen! Das ist das Schlimmste am ganzen Spiel! Oh, ist das eine Scheiße, einfach nur. Ich hasse Jagdprüfung aufs Kotzen. Ich war so froh, dass ich die im Hauptspiel fertig hatte. Und dann muss man die ausgerechnet wieder hier einführen oder was? Noch schwerer als alles andere vorher? Diese Waffe macht einfach keinen Schaden. Wie soll ich denn damit in 55 Sekunden einfach einen Verwüster vernichten? Ich krieg noch nicht mal den Verwüster in 55 Sekunden hin. Sehr gut. Wie soll ich denn dann noch 6 andere... Ist doch zum Kotzen, ey. Fick dich. Meine Fresse. Ja, ist ja gut. Nummer 1. Alter, du dreckiger Scheißverwüster. Ich hasse dich. Treffer Nummer 1. Treffer Nummer 2. Was hat das denn? Ist ja egal. Treffer Nummer 3. Treffer 4. Treffer Nummer 5. Und jetzt mit dem Uhrenscheiß drauf. Hat man ihn jetzt so. Das läuft schon deutlich besser jetzt. Komm schon. Hier durch die verkackte Rechtswaffe. Und nur noch hier da. Yes! Meine Fresse, da muss man halt echt teilweise einfach einen Lack haben. Ich habe nichts anders gemacht als vorher, nur dass sie diesmal alle direkt vor uns standen. Bitte sehr. Oh, noch 2 weitere und dann ist es vorbei. Platz 1 vor allen anderen Jägern. Das waren gute Banuk. Stark, siegeshungrig, aber nicht gut genug. In der Ansturmprüfung stellen sich Jäger Ebbe und Flut des Kampfgeschehens. Maschinen kommen in Wellen in die Arenen rein. Sei geschwind. Strategisch. Nur so kannst du sie alle besiegen, ohne überwältigt zu werden. Das heißt? Rutsch am Seil hinab. Es dauert etwas. Ich muss einfach nur von alle Familien, wollte ich schon sagen. Alle Maschinen killen, die reinkommen, oder was? Habe ich eine Zeitvorgabe? Ich muss einfach nur 3 Wellen überstehen, wie es aussieht. Na, das ist, gefällt mir schon deutlich besser. Weil da sind wir sehr gut gerüstet. Solange es keinen Zeitdruck gibt, kann ich mir tun und lassen, was ich will. Nee, doch nicht. Scheiße, da oben steht 3 Minuten 30. Ich habe doch eine Zeitvorgabe. Achso, ich muss weiter. Scheiße! Habe ich jetzt erst gerafft, dass ich weitergehen muss. Wir müssen in 3 Minuten 30 alles killen. Das gefällt mir schon wieder nicht mehr so gut. Aber mit der Waffe hier machen wir so viel Schaden, dass das funktionieren sollte. Ich habe noch andere Munition. Nein, hast du nicht. Wir nehmen nur die. Also du hast andere Munition, ja, aber wir nehmen trotzdem die hier. Also weiter zur Welle 3. Boah, lass mich da jetzt durch! Den Prüfungsbereich wir verlassen. Ich dachte, du bist da hoch. Da oben ist für den nächsten Abschnitt. Das schaffen wir in 3 Minuten 30 locker. Sowas besteht ja eigentlich immer aus 3 Wellen. Hi. 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 Arena, von der du sprachst?
kommen sie. Ich höre es. Komm her. Da. Hat wehgetan, was? Hat nochmal wehgetan, was? Hat nochmal wehgetan, was? Und schau. Wieder? Hallo? Ja. Geht doch. Easy. Das gefällt mir. Einfach kaputt kloppen mit einer Waffe, die wir wollen, weil da haben wir eine, die richtig viel Schaden macht. Mit vorgegebener Waffe war einfach nur das Problem. Weil diese blöde Sturmwaffe einfach kaum Damage macht. Und da man es mit der machen muss, können die Entwickler die Zeit noch extrem hart, ja, dran nehmen. Die können halt nicht davon ausgehen, dass man diese Waffe hier hat. Gleich beim ersten Versuch. Und dabei sah es auch noch leicht aus. Ich schwöre aufs Eis. Du bist ein wahrer Banuk-Champion. Ja, leck mich, gib mir die beste Prüfung. Häuptlingsprüfung. Diese Prüfung ist die gefährlichste in den Schneewehen. Nicht alle Häuptlinge bestehen, aber nur sie haben Zugang. Oh, ich hasse dich. Genug Prüfungen. Komm jederzeit. Das heißt, ich darf nicht weitermachen. Schneewehenjagdgebiet Stufe 40, das ist schon ziemlich hart, aber gut. Dafür haben wir die Story auch abgeschlossen. What the f... Aber viele müssen da weg. Verkackter Ernst. Okay, wie komme ich da am besten hoch? Von der Seite? Natürlich, das Tor ist zu. Kann ich mich an der Seite vorbeischieben? Natürlich nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Zum Teufel. Oh, warum? Diese Berge können schon sehr, sehr nervig sein. Aber ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, wie wir zumindest deutlich höher kommen. Wenn hier nicht schon wieder so mega rutschige Stellen wären. Ich wohl für Blauglanz bekomme? Gut, dass du es gerade ansprichst, denn genau hier soll sich welches befinden. Und du weißt, was du für Blauglanz bekommen kannst, weil wir haben schon mit den Händlern gesprochen. Ist ganz oben welches? Jedenfalls da vorne welches. Und hier müssen sollen doch eigentlich zwei sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Dann nehme ich diesen Blauglanz mal vorsichtig ab. Ja, hier ist noch eins. Irgendwo ist hier noch eins. Aber ich sehe durch meinen Scanner gerade nichts. Ich markiere es nochmal, damit wir die ungefähre Höhe haben. Es ist ein wenig höher, es ist ungefähr auf dieser Höhe. Lass mich nochmal weiter nach oben und vielleicht kann ich von da aus das Ganze hier ein bisschen besser überschauen. Bist du? Blaui-blau. Blau-blau. Da. Da war jetzt der Marker schon wieder ziemlich mies, weil der auf der anderen Seite des Gipfels war. Oder gefrorene Maschinenflüssigkeit. Gut, und dann noch dahin. Da kommen wir zumindest noch bis zur Sidequest, ob wir es noch schaffen, keine Ahnung. Dann wird es wahrscheinlich wieder 50 Minuten Fahrt, aber das hat jetzt in den DCs, glaube ich, schon gewöhnt mittlerweile. Ich bin mir übrigens mittlerweile sicher, egal wie schnell wir dieses DLC jetzt hier ab... Oh Gott, ich liebe die neue Rüstung. Egal wie schnell wir dieses DLC hier abhaken werden, es wird so oder so kein neues Projekt zwischen diesem Projekt hier und dem God of War PS4 passen.
so viele Tage werden nicht zwischenliegen. Es ist vollkommen egal, ob ich hier jetzt 50 Minuten oder 30 Minuten Parts mache. Das Einzige, was halt passieren könnte, ist halt, dass dann ein paar Tage lang nichts kommt, bis God of War rauskommt. Aber so oder so wird das hier vermutlich das letzte Let's Play sein vor dem God of War Squad. Drohnenlager. Das muss die Höhle sein, von der der Schamane sprach. Sieht tief aus und auch nicht natürlich. Das hätte ich dir vorher schon sagen können. Weil auf der Map so stand. Okay. Ich bin hier nicht allein. Na, wo seid ihr? Hat das Blauglanz auf jeden Fall schon Metallvögel. Mit Metallvögel meinen sie tatsächlich Flugzeuge. Beschädigt. Ich schätze, die Banuk waren schon hier. Hier wurde was herausgetrennt. Vielleicht finde ich noch eine dieser Flugmaschinen. Ich meine, hier waren Pirscherfallen, aber keine Pirscher. Das verwundert mich irgendwie. Plattformkonsole. Es sind Drohnen. Okay. Also keine Passagiermaschine. Wenn ich die Flugmaschine ein wenig bewegen könnte. Kannst du das? Können wir die irgendwie schieben? Nee. Okay, ich gehe mal da oben zu einer Steuerkonsole. Vielleicht kommen wir irgendwie an eine ran. Vielleicht sollte ich das Gebiet mit meinem Fokus absuchen. Nee, ich hab's schon entdeckt. Ah, ich sehe es auch schon. Ja, wir brauchen keinen Fokus, meine Liebe. Somit kommen wir auf jeden Fall an die Tierfigur dran. Und damit auch an alles, was wir hier sammeln wollten. Müssen wir noch die Sidequest abschließen. Ich muss dafür nur da müssen hoch. Wir da oben rein. Wohl doch nicht fest verankert. Jetzt kann ich hinüber. Jupp. Wir gehen erstmal dahin, um die Tierfigur zu holen. Die war ja sehr offensichtlich, damit haben wir schon über die Hälfte aller Tierfiguren. Da ist das Türschloss. Ich muss es einstellen. Wenn diese dämlichen Techniker denken, sie könnten einfach hier reinkommen und an den Drohnen herumfuschen, haben sie die Rechnung ohne mein Pflichtbewusstsein gemacht. Ich setz mal das Holoschloss zurück. Echo, Sierra, Echo. Echo, Sierra, Echo. Also rechts, unten rechts. Haben wir auch so schon gesehen. Vielleicht kann mein Fokus mir weiterhelfen. Den würde ich eh nutzen, meine Liebe. Das brauchst du mir nicht alle 5 Meter erzählen. In solchen Baugetüben hier aufgrund der ganzen Datendinger und Co. benutze ich immer den Echo. Das Echo. Den, ihr wisst schon. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will sicher... Oh shit, sorry. Absolut kein Platz dafür. Ich wollte keinen Haufen fliegender Kameras. Ich will Sicherheit, keine Überwachung. Und Sicherheit heißt Feuerkraft. So wahr Gott mein Zeuge ist, ich werde nicht mit Platzpatronen schießen, falls und wenn ein schwerer Terrorakt diese Einrichtung entweiht. Okay, das wird der funktionierende sein. Dann will ich jetzt aber doch erstmal wissen, was hinter der Tür da ist. Und das ist einfach nur ein Rückweg. Mein Fokus könnte etwas finden, das mir entgangen ist. Dein Fokus findet nichts, was dir entgangen ist. Wir haben schon alles gefunden, auch so schon. Die Tür ist kaputt, deswegen. Die hätte man von der anderen Seite wahrscheinlich schon sehen können. Niemand war hier, seit sie hier eingeschlossen wurde. Dann müsste sie hier intakt sein, oder?
den Rücken soll doch irgendwas sein. Habe ich das richtig gelesen? Oder war es an dem Bau? Das sollte leicht abgehen. Das war an der Seite. Ich zeige das dem Schamanen in Sangesgrund. Gut, damit hätten wir es. Das ging schneller, als ich gedacht habe. Allerdings war es klar, dass du kommen wirst, mein Freund. Ich wäre hier vorne ja nicht Dinger gewesen. Aber du hältst irgendwie überhaupt nichts aus. Schau. Also komme ich hier ganz einfach raus? Nein, ich muss tatsächlich rausklettern. Schnellreisen ging hier unten nämlich nicht. Deswegen hat man den hier nur schnell runtergeworfen. Ich wollte schon sagen, die Pierscherbomben sind ja nicht ohne so einen Grund gewesen. Das soll also meinen Speer verbessern, ne? Werden wir wohl gleich erfahren. Erstmal ist unser nächstes Ziel da unten. Okay. Wir haben hier oben alles abgegrast, was wir abgrasen wollten. Jetzt gibt es nur noch dieses eine Blauglanz hier. Und den Turm vielleicht noch. Und dann haben wir eigentlich die komplette linke Hälfte der Map abgeschlossen. Also wenn man hier so einen Strich zieht, fehlen eigentlich nur noch die hier unten. Wir müssen hier früher oder später eh hin zurück, um auch zu Sangesgrund zu gehen, wegen der Hauptquest und um unser geteiltes Heimnis da zu dem, Geheimnis da zu dem Schamanen zu bringen. Deswegen machen wir trotz alledem erst noch das Banditenlager natürlich und bringen diese ganze Farbe zurück. Wir mussten wohl nur zwei von diesen vier Aufgaben machen, wie sie uns gesagt hat. Also eine Jagdprüfung und den, das Langbeins auf die Wienerbrücke reicht. Also ich bleib mal auf den Wegen, wenn wir da ein bisschen schneller laufen können. Oh shit. Krasse Piersche. Der Piersche ist zum Glück ein bisschen doof. Joine meinen Trupp, lieber. Und tu etwas gegen die anderen Kontinenten her. Du machst das schon gut, ey. Ich dachte, das wäre ein Pierschalet umgelaufen, aber das sind immer diese Schneestürme. Das sieht immer so komisch aus. Hier runter. Schnell da vorne runter. Danke, neue Rüstung. Du bist das Beste, was uns im Spiel passieren konnte. Wie möglich sind so viele schöne Abkürzungen. Ich kann einfach nicht aufhören, mich über dich zu bedanken. Glanz holen. Komm her, mein Schönes. Man ist so viel schneller, wenn man hier mit dieser Rüstung einfach rüber runterspringen kann. Ich glaube, da wäre mit der Schnellreise an das nächstgelegene Lagerfeuer hier tatsächlich nicht viel schneller gewesen. Ich schöpfe mir alles auf. Ja, meckern wir wieder. Darum, den Scheiß hier zu überbrücken. Hallo? Den Scheiß hier zu überbrücken, sagte ich. Für die Vermutung ist der Blauglanz recht sinnvoll. Ja, wo ist denn der Blauglanz? Schön, dass du darüber redest, aber ich würde gerne auch wissen, wo er ist. Die sind hauptsächlich hier. Ah.
lassen. Oh, da ist noch ein zweiter Kontrollpunkt. Hier gibt es zwei. Alles klar. Das macht die ganze Sache natürlich schon sehr interessant. Jetzt macht er mir den Weg frei. Die ganze Sache macht deutlich. What? Wie konntest du uns sehen? Du bist in die andere Richtung gelaufen, Junge. Kommst du bitte aus dem Wasser raus, Aloy? Du bist ein Schnackmäuler, wie du weißt. Lass das mal mit dem Rüstungslarven legen, mein Freund. Ich mag das nicht. Ich kann sie nicht vernichten, solange wie der Turm aktiv ist. Das ist das Problem. Weil wenn sie immer wieder heilt, im selben Abschnitt, in der uns Schaden zufügt. Schneller! Also im selben Abschnitt, in dem er unsere Rüstung deaktiviert, heilt er auch die Viecher da unten. Noch ein Turm? What the fuck? Kein Wunder ist, dass das hier eine Stufe 840er Quest ist. Ihr seht mich nicht. Raus, also. Und lauf, was das Zeug hält. Schneller! Jetzt überbrück doch! Warum verschwindet das Symbol manchmal einfach? Ich hätte es zeitlich locker geschafft, ohne dass die Idee gewesen wären, aber wir haben es trotzdem noch gepackt. Waren das jetzt alle? Okay, das waren jetzt alle. Meine Fresse. Nervige Gegend hier, ey. Aber komischerweise werden die nicht oder werden die als Sidequests aufgestellt. Ich guck mal ganz kurz in den Notizbuch in die Sammelobjekte. Nee. Obwohl, ich müsste dafür einen Fortschritt gucken, ne? Fortschritt. Wir haben Langhälse, Pigmente, Tierfiguren. Wir haben Nebenquests. Wir haben unbekannte Quests. Wir haben Waffen, einzigartige Modifikationen. Und gescannte Maschinen. Diese komischen Zonen zählen nicht mehr zu den 100% der Fortschrittsleiste. Deswegen weiß ich gar nicht, wofür die sind. Ich dachte, das wäre halt das Pendant zu den verseuchten Zonen. Aber die verseuchten Zonen haben halt zumindest... Es ist ja auch so ein bisschen das Pendant dazu, nur... Die haben halt bitte den 100% gezählt. Und diese Türen hier komischerweise nicht. Also eigentlich hat man überhaupt keinen Anreiz, sie zu machen. Es sei denn, später in der Story gibt es noch eine Quest. Hier, beseitige alle Türme. Dann okay. Was ist denn das hier? Ursus Americanus. Der prachtvolle amerikanische Schwarzbär. Präsentiert von Montana Recreations. Wunderschön. Du machst sicher. Irgendwer, dass es dich gab? Das Besucherzentrum ist ein Flop. Sein strategischer und operativer Nutzen liegt so ziemlich bei 0,0. Wir sollten die Mitarbeiter einfach in ein Wirt setzen und zurück ins Niemandsland schicken, sobald die Tore geschlossen sind. Zurück zum Mindestlohn, Trottel. Kein Platz mehr. Besucherzentrum. Das ist tatsächlich so eine Art Museum hier. Aber lustigerweise ist das hier normale Händler und kein... Ich störe nur ungern. Oh, ich... Ja, hallo. Eine Fremde beim Schrein der vergessenen Bestien. Willkommen. Ich bin Enchok. Aloy. Der Schrein der... Was? Zu Zeiten der alten Welt hat ein Mann ein kleines Totem für das Tier gebaut. Und sein Aussehen hier müssen die Tierfiguren hin. Wenn du das Totem auf dem Sockel platzierst, wird ein Bild des Tiers in der Luft gezeichnet. Und das Biest lebt wieder. Also, beinahe.
Es gibt 7 Sockel. Wo sind die anderen 6 Figuren? Ich fand diese in der Wildnis. Mir fielen die Vertiefungen in den Sockeln ein. Und ich sah, dass sie zum Fuß des Totems passen. Aber wie du sagst, eine von 7, oder? Der große Montana Recreations hat sich ja mehr gemacht, aber jetzt sind sie verstreut. Ich habe die Figuren. Also, die Totems. Die Bilder, die sie zeigen, sind von ausgestorbenen Tieren. Sie sind weg. Wie die alten. So scheint es. Dass es solch überwältigende Wesen jetzt nicht mehr gibt. Dass wir nicht wussten, dass es sie gab. Wir brauchen Tiere genauso sehr wie die Maschinen. Für Nahrung, für Wärme. Aber widmen wir uns beiden gleichermaßen? Ich schon. Zum Beispiel habe ich diese Theorie über Füchse. Warum haben Füchse rotes Fell? Was essen Füchse denn? Fleisch? Rohes Fleisch. Blutiges Fleisch. Na? Natürliche Ursache. Logische Verbindung. Es ergibt einen Sinn. Du hast viel mehr über Füchse nachgedacht als ich. Du sagtest, ein Mann habe sie gemacht? Genau. Er war, glaube ich, ein Schüler der reinen Natur. Wie ich, aber meinen Fähigkeiten 1000-fach überlegen. Der große Montana Recreations. Wahrscheinlich der belesenste Naturgelehrte aus der alten Welt. Natürlich. Seine Stimme übernimmt Verantwortung für die Totems. Die Gefäße, für all das Wissen, das er sammelte. Ich teile seinen Wunsch. Ich will die Tiere verstehen. Ihr Verhalten katalogisieren. Ihr Abbild erhalten. Ich sehe mich gerne selbst einfach als eine Art Lehrling, der seine Arbeit weiterführt. Eines Tages werde ich vielleicht auch seinen Namen verdienen. Enjuk Recreations. Ja. Warum haben wir Apollo verloren? Ted, ich hasse dich. Ich habe ein paar dieser Tierfiguren gefunden. Ja, ich habe die. Und ich habe die. Und ich habe die. Und ich habe die. Mir fehlen noch 2. Ich komme dann wieder. Der Schnitt hat euch vergessen, meine Kleinen. Doch ich nicht. Und jetzt wieder auf den Sockeln. Zeige ich euch anderen. Ich sollte gehen. Sicher, sicher. Falls ich welche finde, bringe ich. Jo. Und die schauen wir uns allerdings dann an, wenn wir die restlichen beiden Figuren noch gefunden haben. Schauen wir uns allein auf einmal an. Sollte durchaus mehr Sinn ergeben. Jetzt holen wir uns im Idealfall noch schnell da hinten das Zeug. Was zum Teufel ist das hier bitte? Sind das diese heißen Quellen? Aber hier sieht es nicht gerade warm aus. Diese Geysire, die kennt man aus der echten Welt. Also, das ist hier die echte Welt. Ihr versteht doch nicht, was ich meine. Also, da ist der nächste Turm. Der nächste Turm. Ich schnapp mir jetzt noch mal ganz schnell das Ding. Und vielleicht machen wir die Türme auch noch. Kommen wir wieder 15 Minuten warten. Das ist mittlerweile schon fast Standard. Will ich zwar eigentlich nicht als Standard einführen, aber ist mittlerweile irgendwie schon fast dazu gekommen. Wo ist das Pigment? Pigment? Pigment, ich suche dich. Da muss es sein, ne? Ignoriert mich mal kurz. Ich will nur ans Pigment. Und hier direkt wieder. Dunkles Salz. Okay, dann die Türme hier. Und da ist direkt die nächste Figur. Die können wir theoretisch mit den Türmen dann eh gleich mitnehmen. Und dann beenden wir den Part aber wirklich. Das Gute in der Sache ist, dann fehlt nur noch eine einzige Figur. Und wir haben schon, ich würde sagen, über 50% von diesem kompletten Wandbereichgebiet dann auch erkundet. Das ist nur ein Turm, das wäre sehr schön. Ciao.
Dann hoffe ich an dieser Stelle, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Dann gehen wir hier hin, machen den Turm, machen das Banditenlager, das und machen uns dann auf den Weg nach hier unten. Dann sollten wir in 2 bis 3 Parts komplett durch sein. Mit allen Collectibles, die es hier gibt. Also, sieht doch ganz gut aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.